Benedikt Böckenförde Visual Statements. Was sagt dir das diesjährige Motto von der DMEXCO? Das heißt Care, Curiosity, Action, Responsibility, Experience. Ich muss selber immer noch mal gucken. Hat dich das irgendwie inspiriert? Also wenn du selber noch mal schauen musst und das wahrscheinlich heute schon ein paar Mal durchgelesen hast, scheint es kein gutes Motto zu sein. Ich habe es gar nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir darunter auch überhaupt nichts vorstellen, wenn ich jetzt gerade mal so nachdenke. Also an mir ging es vorbei. Ja, da fehlt mir so ein bisschen der Bezug. Also finde ich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein ehrliches Feedback, aber ich habe jetzt auch keinen besseren Vorschlag. Genau das war ja gefragt. Jetzt seid ihr ein Medienhaus ohne Haus. Wie muss ich mir ein Medienhaus ohne Haus vorstellen? Ja, wir sind ein Social Publisher. Wir betreiben sehr reichweitestarke Marken in sozialen Netzwerken, generieren damit über 52 Millionen Beitragsinteraktionen jeden Monat und monetarisieren diesen Content zum einen über unseren eigenen Commerce-Bereich, über eigene Produkte, und zum anderen bieten wir Native Advertising-Kampagnen für Unternehmen an. Das heißt, wir eröffnen unser Netzwerk und geben Zugang zu unserer Zielgruppe. Ein Medienhaus ohne Haus, damit ist wahrscheinlich gemeint, dass halt unsere Distribution jetzt nicht klassisch Print über ein Verlagshaus in dem Sinn, sondern dass wir halt das Ökosystem von Facebook und von Instagram nutzen, um die Millennials zu erreichen. Denn das ist noch das einzige Medium, wo wir sie finden. Das stimmt, und vor allen Dingen diese Millennials posten sehr gerne die Bilder mit den Sprüchen drauf, und das machen sie, glaube ich, bei euch, oder? Richtig, genau. Also manche sagen auch, ihr seid ja die mit den Bildern mit Sprüchen, so ist alles gestartet. Also ein Visual Statement ist ein Bild mit Spruch, aber mittlerweile natürlich auch das ganze Konzept des Visual Storytelling erweitert um Bewegtbild. Und genau, das machen wir, und wir veröffentlichen jeden Tag etwa 150 Beiträge über unsere Marken. Wir sind ein sehr datengetriebenes Unternehmen, bedeutet, wir werten aus, welche Postings, welche Beiträge wie funktionieren. Und mit diesen Insights gehen wir dann an Unternehmen ran und helfen ihnen dann daraus, Werbekampagnen zu machen, die in der Zielgruppe funktionieren. Das ist ja ein spannendes Thema. Dieses Thema Visual Storytelling ist irgendwie so ein bisschen ein Trend gerade. Ich glaube, die wenigsten können damit was anfangen. Was muss man eigentlich beachten beim Visual Storytelling? Was müssen Unternehmen beachten, die auf Instagram oder Facebook posten? Also das Wichtigste ist ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Millennials immer geringer wird. Also auf einer Konferenz hat mal Facebook selber gesagt, dass man sich etwa 1,5 Sekunden Zeit gibt, jedes Posting anzuschauen, und wenn man den Feed runterscrollt und wenn man es in der Zeit nicht schafft, seine Message zu transportieren, dann bekommt man auch nicht die Aufmerksamkeit der Millennials. Und das ist eine der größten Herausforderungen dort, wir nennen es Snackable Content, den Content so anzureichern, dass er verstanden wird, dass er interessiert und vor allem, dass damit interagiert wird. Also das ist ja auch die neue Währung, sind ja Interaktionen und nicht mehr pure Reichweite. Super spannend. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und viel Spaß noch auf der DMEXCO.